dir gut? Ja. Ich bin die Sonja, 43 Jahre alt, Mutter von 4 Kindern und seit 2017 als Quereinsteigerin bei der BVG. Alles okay auf Strecke? Ja, genau. Dann schönen Feierabend, war, mach's gut, tschüss. Ich fahre heute einen Spätdienst auf der Linie M44 mit einem Gelenkzug durch Neukölln. Ich war vorher im Einzelhandel tätig und habe mich dann entschieden, was Neues zu probieren. Bin dann auf die Idee gekommen, Busfahrerin zu werden durch meine Freundin, weil sie meinte, Mensch, Sonja, du fährst doch ständig die Kinder hin und her. Und wenn wir mal dann einen Mädelsabend gemacht haben, war ich auch immer diejenige, die alle rumkutschiert hat. Meinte sie, Mensch, wäre da Busfahrerin eigentlich nichts für dich? Ja, und dachte ich, okay, kannst du ja mal probieren und hat auch super funktioniert. Und seitdem bin ich happy, dass ich Bus fahre. Die meisten sind erst überrascht. Viele sagen, Mensch, so eine kleine zierliche Frau, wie schaffst du das? Ist das nicht zu schwer? Es ist wie Autofahren. Und ich habe zwar Respekt vorm Bus, aber keine Angst. Mir war halt auch mal wichtig, den Kontakt zu Menschen zu haben. Man ist an der frischen Luft, das war mir auch wichtig. Und ich habe Abwechslung. Also es ist nicht eintönig. Ich weiß nie, was mich erwartet. Jeder Tag ist anders bei der BVG. Deswegen finde ich den Beruf einfach toll. Meine Ausbildung habe ich als sehr positiv empfunden. Klar war mir am Anfang auch ziemlich mulmig, weil ich war die einzige Frau im Kurs mit 18 Männern. Und dann hatten wir das Thema Fahrphysik und dann saß ich da und habe nur Bahnhof verstanden. Aber ich hatte einen super tollen Fahrlehrer und Theorielehrer, die sich echt viel Zeit für mich genommen haben und mir nochmal alles in Ruhe erklärt haben. Es ist alles auf jeden Fall machbar und zu schaffen. Ja, man erlebt viele schöne Dinge als Busfahrerin. Bin dann immer ganz stolz, wenn die Fahrgäste zu mir nach vorne kommen und sich nochmal bei mir persönlich bedanken, dass sie die Fahrt sehr angenehm fanden. Auch der Schichtdienst gehört halt zu dem Beruf, ist am Anfang gewohnheitsbedürftig, ist eine Umstellung. Ich persönlich fahre am liebsten die Spät- und Nachtdienste. Da werde ich auch immer gefragt, Mensch, nachts hast du da keine Angst, das ist nicht zu gefährlich. Aber ich fühle mich sicher, ich kann jederzeit die Leitstelle erreichen, wenn irgendwas ist. Also in der Hinsicht auf gar keinen Fall Angst. Yeah.